herzlich willkommen zur Familienvorlesung. Wie gesagt, mein Name ist Bernd Bickel, ich bin Assistenzprofessor hier am IST Austria seit 2 Jahren. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte zuerst starten, die meine Forschung nachhaltig inspiriert haben. Und zwar hat eine Freundin von mir auf einer Reise nach China ein Objekt entdeckt. Ich muss jetzt kurz raussuchen hier. Und zwar ist das... ist dieses Objekt hier dieser Vogel. Und dieser Vogel, der hat ein kleines Geheimnis. Und zwar ist das nicht unbedingt die Form von dem Vogel, sondern das Geheimnis ist, wenn ich diesen Vogel hier auf meine Fingerspitze, oder ich mache das besser hier, wenn ich den hier auf diese Pyramide setze, dann sieht man, der Vogel schwebt. Das heißt, dieser Vogel hat die Fähigkeit hier, fast schon magisch, auf dieser Spitze zu balancieren. Und diese Eigenschaft dieses Objektes hat mich fasziniert. Das heißt, es ist jetzt nicht nur unbedingt das Aussehen von diesem Objekt, sondern die Funktion von diesem Objekt, diese Eigenschaften, diese physikalische Eigenschaft. Und das Besondere daran ist eben, dass diese physikalische Eigenschaft hervortritt durch eine ganz bestimmte Struktur, die in diesem Vogel drin ist. Nun, ich bin Informatiker und als Informatiker beschäftigt man sich hauptsächlich mit Daten und Objekten, die sich im Computer, also in der virtuellen Welt, befinden. Und ich komme aus der Computergrafik und die Computergrafik beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich damit, wie im Computer virtuelle Welten erschaffen werden können und die dann auf einem Bildschirm oder sogar vielleicht auf einer HoloLens, wie wir hier auch am Open Campus haben, dann dargestellt werden. Und diese virtuellen Welten sollen eben möglichst realistisch aussehen und sich möglichst realistisch auch verhalten. Und wenn man so möchte, könnte man diese Vision mit dem Begriff Holodeck von Star Trek vergleichen. Nun, die Inspiration meiner Forschung ist, einen Schritt zur Seite zu machen und Objekte und Materialien von der virtuellen Welt in die reale Welt zu bringen. Und das ist ein bisschen so inspiriert von diesem Replikator von Star Trek. Und natürlich kann man das heutzutage nicht auf atomarem Level machen, wie das in dieser Fernsehserie vorkommt, aber dank 3D-Druck ist das eben auf einer bestimmten Ebene durchaus möglich. Und das Spannende dabei ist, also diese 3D-Drucker sind schon weit verbreitet, gibt es bereits auch übrigens schon im Weltall, auf der Raumstation. Und das Interessante oder die interessante Forschungsfrage hier für mich war, eben wieder auf diesen Vogel zurückgekommen, wenn ich diesen Vogel in der virtuellen Welt zum Beispiel auf meinem Finger schweben lassen möchte, dann kann ich das ganz einfach machen. In der virtuellen Welt kann ich betrügen, ich muss mich nicht an die physikalischen Gesetze halten. Allerdings hier, also wenn ich den hier so schweben lassen möchte, in der realen Welt, da gelten eben die physikalischen Gesetze. Und da ist eben die Frage, wie kann ich diesen Vogel so modifizieren oder so berechnen, aufbauen, dass dieser eben schweben kann. In den nächsten 40 Minuten möchte ich Ihnen aber zuerst eine kurze Einführung in die faszinierende Welt des 3D-Drucks geben und Ihnen dabei auch dann näher bringen, was eben die technischen Herausforderungen und interessante Forschungsfragen rund um dieses Thema sind. Ich möchte beginnen mit der Frage, was ist überhaupt 3D-Druck? Ich möchte vielleicht das Publikum fragen, hat jemand vielleicht sogar einen 3D-Drucker schon zu Hause oder hat jemand mal etwas, zumindest aus einem 3D-Drucker ausgedruckt? Einer, wer sonst noch? Hat schon jemand mal einen 3D-Drucker gesehen, wie der funktioniert? Ah, schon mehrere, super. Ja, wie funktioniert denn so eine Maschine überhaupt? Was ist überhaupt 3D-Druck? Weiß das jemand vielleicht? Möchtest du was sagen? Was passiert denn da, wenn man ein Objekt ausdruckt? Ja? Ich denke, es wird Schicht für Schicht ein Pulver aufgebracht, erhärtet und so Schicht für Schicht ein Objekt zusammengebautes Pulver. Genau richtig. Das heißt, man kann jetzt mal das Lexikon aufschlagen und schauen, wie es überhaupt 3D-Druck definiert. Und das wird so definiert, dass das ein Vorgang ist, wo man mit einem digitalen 3D-Modell startet und dies dann
in ein physikalisches Objekt umwandelt, das man in den Händen halten kann. Und das Besondere dabei ist, dass es dieses Objekt additiv aufgebaut wird. Das heißt, es wird Schicht für Schicht aufgebaut. Das Verfahren selber gibt es schon relativ lange, wurde 1983 von Charles Hull am MIT erfunden, und der hat dann danach eine Firma gegründet, das, eine Firma, die heutzutage zu den weltweit größten 3D-Druckerherstellern gehört. Und mittlerweile gibt es jede Menge verschiedene Modelle an 3D-Druckern. Es gibt übrigens auch ein sehr spannendes Startup hier am Campus, das 3D-Drucker herstellt. Ich habe einen 3D-Drucker mitgebracht, den wir hier bei uns in unserem Labor haben. Und ich habe den auch schon so weit vorbereitet, dass man hier jetzt bald einen 3D-Druck starten kann. Und ich möchte jetzt vielleicht jemand bitten, jemand aus dem Publikum, möchte mir jemand vielleicht helfen, den Druck zu starten. Okay. Hallo. Wie heißt denn du? Luca. Luca. Hallo Luca. Also hier sollte schon alles vorbereitet sein. Und was wir jetzt drucken, ist dieser Armadillo hier, dieses Gürteltier. Und du kannst das jetzt starten, indem du hier einfach auf diesen Knopf hier drückst. Genau. So. Okay. Und jetzt sehen wir, danke vielmals, das war's schon. Das heißt, der 3D-Drucker fängt jetzt an, das Objekt zu drucken. Ich möchte kurz erklären, wie der funktioniert. Dieser Drucker funktioniert nach dem Prinzip der Stereolithografie. Die Idee dabei ist, dass man einen Kunststoff hat, der lichtempfindlich ist, und dieser Kunststoff wird durch einen Laser ausgehärtet. Das heißt, das Objekt wird Schicht für Schicht aufgebaut. Man hat hier in der Mitte ein Bad, da befindet sich dieser flüssige Kunststoff, und unterhalb in dem Drucker ist ein Laser, und dieser Laser fährt dann einen Pfad ab, und dort, wo der Laser eben auf diesen Kunststoff trifft, härtet dieser aus, und so wird eben das Objekt Schicht für Schicht aufgebaut. Die Druckzeit bis wir dieses Objekt haben, die hängt unter anderem natürlich von der Größe von dem Objekt ab. Andere Faktoren sind zum Beispiel die Schichtdicke. Das heißt, wenn wir eine sehr kleine Schichtdicke wählen, dann haben wir eine sehr feine Auflösung. Das heißt, das Objekt wird sehr genau, aber dafür dauert das natürlich dementsprechend länger. Oder auch, wenn wir mehr Volumen drucken, das heißt, dann muss der Laser natürlich einen weiteren Pfad fahren, dann dauert das länger. Und so entsteht eben Schicht für Schicht dann dieses Objekt. Es gibt natürlich mittlerweile auch viele andere Verfahren, viele andere Materialien, die verwendet werden können. Hier sieht man zum Beispiel ein Beispiel, wo ein Metallpulver verwendet wird und ein Laser dieses Pulver dann Schicht für Schicht zu einem recht komplizierten Metallteil formt. Und es gibt eben auch zurzeit auch schon ganz viele andere Materialien, die auch im 3D-Druck verwendet werden können, angefangen zum Beispiel von deformierbaren Materialien zu Keramiken, zum Beispiel um auch Zahnersatz zu drucken, bis hin zu ganz ausgefallenen Sachen, wie zum Beispiel Staub von Asteroiden, aus denen dann 3D-Objekte gedruckt werden. Und das Besondere dabei ist eben, dass aus diesen Materialien sehr komplizierte Formen hergestellt werden können, die mit traditionellen Herstellungsverfahren nicht gebaut werden können. Wie zum Beispiel diesen Metallschwamm hier oben, der anders nicht hergestellt werden könnte. Und das gibt uns eben die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel sehr leichte Teile, die aber auch sehr stabil sind, herzustellen. Ein anderer wichtiger Anwendungsbereich des 3D-Drucks ist die Personalisierung. Ich habe einige Jahre lang als Forschungsgruppenleiter bei Disney gearbeitet, und während meiner Zeit dort bei Disney Research hat ein Team ein Konzept entwickelt, das es erlaubt, personalisierte Star Wars-Figuren oder auch Prinzessinnen-Figuren zu drucken. Die Idee dabei ist, dass Kinder ihr Gesicht scannen lassen können und dann das Gesicht auf eine andere, auf eine gewünschte Figur übertragen wird und man so eben eine personalisierte Figur erstellen kann. Ich werde später noch ein bisschen genauer erklären, wie dies technisch funktioniert.
Ein anderes, weiteres wichtiges Beispiel sind Objekte, die aus mehreren Materialien gebaut werden. Also es gibt zum Beispiel auch schon Drucker, die können Kunststoff und leitfähige Materialien zum Beispiel gleichzeitig drucken. Und somit kann man ein 3D-Objekt bauen, das sehr komplexe Eigenschaften hat. Man kann hier auch Elektronik dann zum Beispiel einsetzen, wo bereits dann die korrekten Verbindungen da sind und somit aus einem Guss ein dreidimensionales Objekt drucken, das hier zum Beispiel auch interessante elektrische Eigenschaften hat. Und wenn man hier bei diesem Objekt dann schlussendlich noch vier Motoren einsetzt, da kann man sehen, dass da so ein Quadrotor draus wird, der sogar wirklich fliegen kann. Noch ganz kurz als letztes Beispiel, als letzte Anwendung, die ich erwähnen möchte, das ist die Nanofabrikation. Das heißt, man kann mit 3D-Druckern auch sehr einfach sehr extrem kleine Bauteile herstellen, wie zum Beispiel dieses Zahnrad hier oben. Und wenn man hier den Größenvergleich sich ansieht, das ist ein menschliches Haar. Und man erkennt also, dass damit sehr faszinierende, zum Beispiel auch Mikro- oder Nanoroboter gebaut werden können. Was nun für mich besonders spannend ist, ist, dass 3D-Druck es uns nicht nur erlaubt, sehr komplizierte Objekte, die entweder sehr klein sind oder sehr interessante Eigenschaften haben, herzustellen, sondern 3D-Druck bringt auch einen neuen Arbeitsablauf mit sich. Ich denke, diese Illustration hier zeigt das relativ schön. Das heißt, es gibt wirklich nun neue Möglichkeiten, dass personalisierte Fabrikation wirklich sprichwörtlich auf dem Schreibtisch stattfindet. Das heißt, man hat einen Arbeitsablauf, wo nun der Konsument wesentlich mehr involviert ist und da direkt dran sitzt und dieser Weg von der Idee, vom Computer zum eigentlichen Bauteil viel, viel näher zusammenrückt und dadurch eben ein neuer Arbeitsablauf entsteht. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir nun neue Algorithmen und neue Programme brauchen, die eben so einen Arbeitsablauf erlauben und unterstützen. Und genau um das geht es eben in meiner Forschung. Das heißt, bei mir geht es um die Frage, wie kann ich Objekte, die zuerst nur in meinem Kopf, in meinen Gedanken existieren, in einem Computer modellieren? Das heißt, wir beschäftigen uns damit der Frage, wie kann man zum Beispiel physikalische Eigenschaften von solchen Objekten dann auch beschreiben und diese dann auch effizient im Computer simulieren. Und wir beschäftigen uns dann auch mit der Frage, wie kann ich dann schlussendlich diese virtuelle Beschreibung der Objekte wieder umwandeln in etwas, das ich zum 3D-Drucker schicken kann und der 3D-Drucker dann mir ein Objekt druckt, das eben diese Eigenschaften hat, die ich ursprünglich gerne gehabt hätte, also die in meinem Kopf waren. Und das ist natürlich ein sehr, sehr breites Gebiet, da kann es sich um sehr, sehr viele unterschiedliche Eigenschaften handeln. Eine Eigenschaft könnte zum Beispiel sein, dass ich gerne ein Objekt hätte, das eben so balancieren kann. Wir schauen uns in meiner Forschungsgruppe, wir fokussieren uns da auf vier bestimmte Eigenschaften, hauptsächlich um, wie kann ich Formen beschreiben, wie kann ich Deformationen von Materialien oder Objekten modellieren und dann auch reproduzieren mit dem 3D-Drucker. Wie kann ich Bewegungen beschreiben und mechanische Objekte möglichst einfach zum Beispiel im Computer modellieren? Und wir beschäftigen uns auch mit dem Aussehen von Objekten. Das heißt, wie kann ich Objekte bauen und herstellen, die dann ein gewünschtes Aussehen haben? Und da geht es um die Frage, wie kann ich eben die Interaktion von Materialien und Licht modellieren und Materialien dementsprechend abändern, sodass ich dieses gewünschte Eigenschaften bekomme. Ich möchte euch jetzt einfach einige Projekte zeigen. Und zwar möchte ich mit einem sehr einfachen Beispiel anfangen. Und zwar angenommen, wir wollen ein Objekt ausdrucken, wie zum Beispiel dieses Gürteltier hier. Und wir hätten eben gerne, dass dieses Gürteltier auf dem Tisch stehen kann. Nun, höchstwahrscheinlich, wenn wir es in dieser Pose hier ausdrucken, was passieren wird, ist wahrscheinlich, dass dieses Objekt umfällt. Und die Frage ist nun, was kann ich machen oder wie könnte ich dieses Objekt, dieses Gürteltier hier zum Beispiel, dieses Modell verändern, sodass es wirklich, wenn ich es ausdrucke, auf dem Tisch stehen kann? Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da ein paar Ideen, was könnte man da machen? Ja? Genau, zum Beispiel ein bisschen vorbeugen. Genau, das ist eine sehr gute Idee. Ja? Genau, das ist auch eine sehr gute Idee. Das heißt, man könnte den
irgendwie ein bisschen aushöhlen und damit die auch die Gewichtsverteilung verändern. Genau, genau, richtig. Super. Das heißt, wir haben dann ein paar gute Vorschläge. Wir haben uns diese Vorschläge genau auch angesehen. Das heißt, eine Möglichkeit wäre eben, die Pose ein bisschen zu verändern, dass der balancieren kann. Oder die andere Möglichkeit wäre eben, dass man den innen an bestimmten Stellen hohl macht und somit den stehen lassen kann. Und wie bereits erwähnt, jetzt wissen wir, was man machen könnte. Was wir dann immer in unserer Forschung machen müssen, ist zuerst dies irgendwie mathematisch modellieren, das Ziel. Und hier ist die Frage im Prinzip, wann steht ein Objekt wirklich? Und im Publikum wurde bereits erwähnt, eine wichtige Eigenschaft, damit ein Objekt steht, eine Größe, die man sich da anschauen muss, ist der Schwerpunkt, das heißt der Massenmittelpunkt von dem Objekt. Und zum Beispiel von dieser Spielfigur hier, wenn diese jetzt komplett ausgefüllt gedruckt werden würde, dann wäre der Schwerpunkt, der Massenschwerpunkt von dem Objekt, wäre hier. Nun, damit würden wir wissen, okay, da ist der Schwerpunkt von dem Objekt. Was wir jetzt noch als zweite Größe uns anschauen müssen, ist der Kontaktpunkt, also wo steht das Objekt. Das heißt, wir können hier schauen am Boden, wo berührt das Objekt den Boden. Wir wollen jetzt, dass das Objekt hier auf diesen Füßen steht. Und was man nun machen kann, ist, man kann alle Punkte nehmen, wo das Objekt eben den Boden berührt und um diese Punkte herum ein Polygon zeichnen. Und dieses Polygon wird Stutzpolygon genannt. Und diese zwei Größen erlauben uns jetzt festzustellen, ob das Objekt stehen kann oder ob es umfällt. Und zwar müssen wir jetzt einfach schauen, wenn wir diesen Massenschwerpunkt haben, wenn wir den entlang der Gravitationsrichtung auf den Boden projizieren, wenn der Punkt in diesem Stützpolygon drin ist, dann kann das Objekt stehen. Wenn er außerhalb ist, wie man hier sieht, dann würde das Objekt zum Beispiel nach vorne fallen. Gut, wenn wir diese Kriterien kennen, können wir dann gewisse Strategien anwenden, um das Objekt eben dementsprechend zu ändern. Ein Vorschlag war, man könnte die Masse verändern. Das ist etwas, was auch gemacht wurde. Hier gibt es eine relativ einfache Strategie. Da ist die Idee zum Beispiel, man nimmt eine Ebene und wir wissen jetzt, wir möchten diesen Schwerpunkt hier nach hinten schieben. Das heißt, wir schieben die Ebene von außen in das Objekt rein, in die Richtung, wo der Schwerpunkt verschoben werden soll und entfernen dort einfach die Masse in dem Objekt. Und damit kann man eben sehen, dadurch, dass wir das machen, ist hier weniger Masse und der Schwerpunkt verschiebt sich nach hinten. Und somit ist dann der Schwerpunkt, wenn man ihn nach unten projiziert, liegt in diesem Stützpolygon und damit steht diese Figur. Man kann auch noch ein bisschen einen Schritt weitergehen und zum Beispiel sagen, ich möchte, dass das Objekt möglichst stabil steht. Und was man da machen kann, ist, man kann danach fragen, dass der Schwerpunkt auch möglichst weit nach unten gehen soll, weil wenn das Objekt dann ein bisschen auf die Seite kippt, dann steht das trotzdem noch stabil. Auch da wurden Algorithmen entwickelt. Und wenn man zum Beispiel nach so einer Lösung fragt, dann kann der Computer eine Lösung berechnen, die zum Beispiel so einen Hohlraum vorschlägt. Nun, was man in diesem Beispiel erkennen kann, ist, dass man nun eine Lösung hat, die eine recht komplexe, aber auch eine sehr präzise Form vorschlägt, wie das Objekt eben ausschauen soll, damit es stehen kann. Und das ist genau der Punkt, warum für unsere Forschung 3D-Druck essentiell ist. Mit konventionellen Fertigungsverfahren wäre es jetzt relativ schwierig, so ein Objekt genau herzustellen. Für einen 3D-Drucker ist das jedoch sehr einfach und wir können jetzt das Objekt einfach drucken und können sehen, okay, wir können das auch in der Realität testen. Auf der linken Seite ist das Modell, wo nur vorne Material entfernt wurde, auf der rechten das, wo der Schwerpunkt auch noch weiter nach unten gesetzt wurde. Man kann hier nun sehen, okay, die stehen wirklich auf diesem Tisch. Man kann jetzt den Tisch auch ein bisschen drehen. Und sieht hier zum Beispiel, okay, die linke Lösung schon bei einem Grad, dieses fällt um. Das auf der rechten Seite, wo der Schwerpunkt noch ein bisschen weiter unten war, das steht immer noch stabil. Und ist bis zu circa 8 Grad stabil. Nun, Balance ist ein sehr einfaches, aber meiner Meinung nach auch sehr elegantes Beispiel, das zeigt, wie wir eben Physik verwenden können, um Objekte zu kreieren, die eine interessante Funktion haben. Man kann dieses Konzept natürlich nun noch wesentlich weiter ausbauen.
Und eine Sache, die wir uns anschauen in unserer Gruppe, sind zum Beispiel auch bewegte Objekte. Und das einfachste bewegte Objekt, das ich kenne, das ist ein Kreisel. Und was wir da als nächsten Schritt gemacht haben, ist, wir haben die Eigenschaften von Kreiseln ein bisschen studiert. Und auch hier möchte ich wieder fragen, hat jemand vielleicht einen Kreisel zu Hause oder hat zumindest mal mit einem Kreisel gespielt? Fast alle. Okay, super. Und auch da wieder überlegen wir uns mal, was macht denn überhaupt ein Kreisel aus? Wie schaut ein Kreisel aus? Warum funktioniert der? Hat da jemand vielleicht eine Idee? Ja? Genau. Genau, das heißt, er hat unten eine Spitze, das ist eine sehr gute Beobachtung, er muss sich schnell drehen und eine wichtige Eigenschaft ist eben, man will, dass der Kreisel sich stabil dreht, das heißt, dass er nicht umfällt. Wenn ihr an eure Kreisel denkt, die ihr daheim habt, was haben denn die für eine Form? Wie schauen die aus? Haben die eine bestimmte Form? Ja? Genau, okay, das ist auch eine gute Beobachtung. Vielleicht hier noch, ja. Genau, das ist eine sehr gute Beobachtung. Das heißt, wenn wir uns auch hier zum Beispiel in diesem Bild anschauen, dieser Kreisel hier, da schaut rotationssymmetrisch aus. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Auch wenn man jetzt hier modernere Kreisel sich anschaut, alle diese Kreisel sind eigentlich rotationssymmetrisch. Das heißt, wenn man so eine Achse hier durchlegt, um die er sich dreht, dann, wenn man eben den Kreisel entlang dieser Achse dreht, dann schaut die Form, bleibt immer gleich, wie im Ursprungszustand. Und ich finde, das ist eine faszinierende Beobachtung. Das heißt, diese Kreisel, die gibt es schon seit mehr als 5000 Jahren. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Spielzeug. Fast jeder hat so einen Kreisel daheim. Und aber immer noch, wenn man sich auch aktuelle Kreisel ansieht, die sind alle rotationssymmetrisch. Und da haben wir uns gefragt, was ist da überhaupt, warum gibt es keine Kreisel, die eine andere Form haben? Und wir haben dann ein bisschen getestet und geschaut, welche Kreisel könnten denn überhaupt funktionieren. Dieser Kreisel hier zum Beispiel, wer glaubt, dass der sich dreht und funktioniert? Okay, die meisten. Das ist so ein rotationssymmetrischer Kreisel und wenn wir den testen hier zum Beispiel, sehen wir, okay, super, der dreht sich sehr, sehr schön. Dann haben wir noch andere Formen uns angesehen. Wer glaubt denn zum Beispiel, dass dieser Kreisel sich drehen kann? Vielleicht muss ich noch schön halten, der schaut ein bisschen schief aus. Glaubt ihr, dass sich der dreht? Ich probiere mal. Ich probiere nochmal. Ja, ich kann euch versichern, egal wie viel man da probiert, den Kreisel schafft man leider nicht zu drehen. Ihr könnt das auch dann nach der Vorlesung noch selber probieren, wenn ihr möchtet. Ich habe noch einen weiteren Kreisel hier. Der schaut eigentlich gleich aus wie der vorherige, nur ist er gelb. Und hat noch ein weiteres Geheimnis. Ich kann mal den zeigen. Der dreht sich. Und da haben wir uns eben auch angeschaut, warum kann das funktionieren und wie kann man eben so ein Objekt verändern, dass diese gewünschte Eigenschaft hat, dass sich der eben stabil drehen kann. Und ich möchte ganz kurz erwähnen, wie Kreisel funktionieren. Die haben zwei wichtige Eigenschaften, damit sie sich stabil drehen können. Das eine ist, der Schwerpunkt ist wiederum eine sehr wichtige Größe. Der Schwerpunkt muss auf der Achse liegen, um die sich der Kreisel drehen sollte. Das heißt, das ist eine wichtige Eigenschaft. Die andere wichtige Eigenschaft ist eine physikalische Größe, die nennt sich Trägheitsmoment. Das Trägheitsmoment gibt den Widerstand gegenüber einer Änderung seiner Rotationsbewegung um eine Achse an. Das klingt jetzt sehr kompliziert, ist nicht so schlimm, wenn man es nicht genau versteht. Aber ich glaube, im Experiment sieht man es relativ intuitiv. Das heißt, wenn wir diesen blauen Kreisel hier haben, da war eben das Problem,
dass zum einen der Schwerpunkt nicht ganz genau auf der Achse liegt und zum anderen ist das Problem, dass eben die Masse hier so ein bisschen schräg verteilt ist. Das heißt, wenn man hier die Hauptachse des Trägheitsmoments ansieht, dann ist die ein bisschen seitlich und das ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber wenn ich den so drehe, dann sieht man, der probiert sich irgendwie so zu drehen, dass er sich um eine von diesen Achsen dreht. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen probieren, diese Achsen irgendwie zu drehen und diese Eigenschaften zu erfüllen, sodass so ein Kreisel wirklich funktioniert. Und das ist eigentlich der Punkt, wo dann bei uns als Informatiker auch die eigentliche Arbeit anfängt. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, das sind die physikalischen Gesetze und die möchten wir gerne irgendwie erfüllen, indem wir eben das Design, die Form von diesem Kreisel verändern. Und was wir da machen oder was die eigentliche Herausforderung dann ist, so ein 3D-Drucker kann Materialien sehr fein verteilen, das heißt, wir können sehr komplizierte Formen bauen. Das heißt, wir haben im Prinzip die Fragestellung, okay, hier außen der Kreisel, der soll eine Wand haben, das heißt, hier weiß ich, da will ich Material hingeben und dann ist die Frage im Kreisel selber, wo soll ich hier Material hingeben, dass sich der möglichst gut drehen kann. Und das ist ein schwieriges Optimierungsproblem, weil es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die ich testen kann. Also wenn man hier sieht, so ein Objekt hat Millionen von kleinen Volumenelementen, wo ich Material hingeben kann und die alle zum Beispiel naiv durchzutesten, das würde viel, viel zu lange dauern und wir würden in brauchbarer Zeit niemals eine Lösung finden. Und eine Möglichkeit, was man jetzt machen kann, um dieses Problem zu lösen, was in der Informatik oft gemacht wird, ist zum Beispiel, man versucht eine Lösung zu rechnen, nicht auf so einer feinen Auflösung, sondern dass man zuerst mit einer groben Auflösung rechnet. Das heißt, anstatt dass wir sehr kleine Elemente nehmen, probieren wir mal oder fragen wir mal den Computer, was für eine Lösung würde rauskommen, wenn wir unser Inneres in sehr große Blöcke nur unterteilen, das heißt eine grobe Lösung haben. Und was dann passiert ist, dass uns da zum Beispiel der Computer sagt, okay, in diesen Blöcken hier, bitte fülle die komplett mit Material. Dann sagt er zum Beispiel in anderen Bereichen, bitte hier zum Beispiel, lass diese frei, gebt da kein Material hin. Und was dann passiert ist, für manche Blöcke, die hier so dazwischen sind, da sagt er, bitte fülle die nur zur Hälfte mit Material oder mit einem leichteren Material. Jetzt haben wir aber natürlich das Problem, unser 3D-Drucker, der hat nur ein Material, das heißt, In der Praxis können wir entweder irgendwo nur Material hingeben oder keines hingeben. Das heißt, wir können so eine Lösung können wir nicht wirklich in der Realität bauen. Was wir jedoch machen können, ist nun diese Zellen dort, wo so eine Mischlösung rauskommt, die können wir weiter unterteilen und so dann Schritt für Schritt eine Lösung berechnen, die trotzdem schlussendlich dann sehr eine feine Auflösung hat, innen, aber trotzdem sehr effizient gelöst werden kann. Und mit so einem Algorithmus können wir dann zum Beispiel ein Gürteltier berechnen, das so ein Backspin hier performen kann. Ich habe auch noch hier diesen ein paar weitere Beispiele, zum Beispiel diese Teekanne hier. Wie man sieht, kann sich die hier drehen. Wir haben dann ganz am Schluss noch ein Quiz, wo ich dann einige von diesen 3D-gedruckten Teilen verlosen werde. Nun, obwohl die gezeigten Beispiele hier recht spielerisch aussehen, zeigen sie, glaube ich, doch sehr anschaulich, dass neue Berechnungsmethoden uns helfen können, eben Objekte zu entwerfen, zu designen, die eben wichtige physikalische Eigenschaften haben und die wir als Computer ohne Computer eben nicht entwerfen könnten. Also sogar so einen einfachen Kreisel von Hand kann man unmöglich bauen. Und einer meiner Doktoratsstudenten forscht genau an diesem Thema weiter und entwickelt Systeme, die es erlauben sollen, dass jeder hier in diesem Raum zum Beispiel mechanische Objekte bauen kann, ohne dass man Maschinenbau dazu studiert haben muss. Ich möchte dieses Projekt kurz zeigen. Also die Idee ist, dass man zum Beispiel so ein mechanisches Objekt wie das hier eben sehr einfach am Computer entwerfen kann und dann das auch unter einmal direkt ausdrucken kann und so ein funktionales Objekt erhält. Ich habe auch ein paar Beispiele hier von so Zahnrädern dabei, wo man sehen kann, dass ein 3D-Drucker kann solche mechanischen Elemente zum Beispiel direkt ausdrucken
und die kann man unter einmal drucken und die kommen fertig so aus dem Druck heraus. Ich gebe die einfach mal ein bisschen durch, dass die Leute sich das ansehen können. Vielleicht gebe ich da noch ein paar nach hinten. So. Das heißt, die Aufgabe von RAN ist, mein Student ist übrigens hier, dass er eben mathematische Modelle entwirft, diese Baugruppen beschreiben kann und auch deren Funktionalität und die es dann erlaubt, diese im Computer sehr einfach zu verändern und anzupassen. Und die Idee ist dabei, er hat zum Beispiel so ein interaktives Design-Tool entworfen, das erlaubt, man kann hier ein Das ist erlaubt, man kann hier zum Beispiel einfach eine Vorlage, zum Beispiel von einem ferngesteuerten Auto wählen und dann eine beliebige Form aus dem Internet von einem Auto herunterladen und dieses Tool erlaubt es dann in ein paar ganz wenigen Klicks, diese mechanische Vorlage zu verbinden mit der Geometrie. Und man kann dann auch sehr intuitiv verschiedene Baugruppen verschieben und die Software dahinter stellt automatisch sicher, dass dieses Objekt immer funktional bleibt. Das heißt, es werden immer automatisch alle Teile entsprechend angepasst, sodass das Auto wirklich dann auch im Geraden zum Beispiel fahren kann. Und man kann dann auch sehr einfach zum Beispiel die Form von dem Auto anpassen und das System im Hintergrund stellt dann immer sicher, dass alle mechanischen Komponenten trotzdem korrekt funktionieren. Und RAN hat dieses Objekt auch hier. Das können wir uns jetzt ganz kurz in echt ansehen. Ich habe auch noch kurz ein Video, wo man es sieht, wie es aussehen sollte. Und dieses Objekt wurde unter einmal direkt in einem 3D-Drucker gedruckt. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Motoren im Nachhinein hinzugefügt. Okay, und hier fährt's. Noch ein bisschen vorsichtig, aber für den ersten Forschungsprototypen glaube ich nicht schlecht. Kannst du vielleicht ein bisschen go to the back a little bit? Okay, and while RAN is driving around with the car a bit, zeige ich noch ein weiteres letztes Anwendungsbeispiel. Also die Beispiele bisher, da waren immer Forschungsfragen dahinter. Als letztes Projekt, das ich Ihnen zeigen möchte, da ging es mir jetzt anwendungsnah, eine Anwendung zu entwickeln. Das war während meiner Zeit bei Disney und da ging es eben darum, ein Konzept zu entwickeln, das es erlaubt, personalisierte Figuren mittels 3D-Druck herzustellen. Und ich möchte euch kurz zeigen, wie das funktioniert. Die Frage war, bis zu welcher Größe man Objekte bauen kann. Das hängt ein bisschen vom Druck herab, den man hat. Wir haben im Labor Drucker, die bis zu einer Größe von 50 cm bauen können, also circa ein Objekt in dieser Größe. Es gibt aber auch sehr, sehr große 3D-Drucker. In China gibt es zum Beispiel einen Drucker, der ist gedacht, um Häuser zu bauen, der arbeitet mit Beton und der hat, glaube ich, eine Größe von ungefähr 12 mal 12 Metern. Also technisch sind da viele Größen möglich. Okay, das heißt, die Idee war eben diese personalisierten Figuren zu drucken und das funktioniert folgendermaßen. Und zwar fängt es so an, dass zuerst die Gesichter gescannt werden. Hier sieht man im Disney World so einen Stand und in diesem Stand befinden sich 8 Kameras und was mit diesen Kameras gemacht wird, ist, dass von den Gästen oder von den Kindern ein Bild aufgenommen wird. Das schaut. Das schaut folgendermaßen aus, während eines Tages, das heißt, hier sieht man über einen Tag, da kommen relativ viele Leute, die setzen sich dahin, da wird ein Bild gemacht, gleichzeitig mit diesen 8 Kameras. Und was dann passiert ist, dass ein Computer
dass wir dann Algorithmus entwickelt haben, dass aus diesen Bildern die dreidimensionale Form des Gesichts rekonstruiert. Und während eines Tages werden dann sehr, sehr viele Gesichter gescannt und man hat dann Gesichter, die alle ein bisschen eine unterschiedliche Form haben, ein bisschen kleinere Gesichter, ein bisschen größere Gesichter. Die Gesichter können auch unterschiedliche Gesichtsausdrücke haben. Und hier war dann eben die Herausforderung, wie bekommen wir alle diese unterschiedlichen Gesichter auf eine Figur, auf eine Vorlage. Und dass da eben alle diese Gesichter drauf passen. Das funktioniert folgendermaßen, dass auf den Gesichtern bestimmte Punkte markiert sind auf der Vorlage und dann das System automatisch auf jedem Scan diese Punkte findet und dann basierend auf den Positionen von diesen Punkten dementsprechend die Vorlage, also der Figur, abändert und deformiert, sodass sie eben der Form vom gescannten Gesicht entspricht. Man kann dann auch, nachdem man das gemacht hat, dann stimmen die Formen überein, kann man die Textur, das heißt die Farbe des Gesichts, die Farbe der Haut übertragen. Und somit hat man nun sowohl die Form als auch die Hautfarbe auf der Figur. Und was man schlussendlich dann hat, ist, man ist leider noch nicht ganz fertig. Nachdem man natürlich das Gesicht deformiert hat, hat man das Problem, dass hier nun natürlich das Gesicht nicht mehr ganz genau mit der Figur übereinstimmt. Und man hat hier diese Löcher. Und diese Löcher kann man schließen, indem man im Computer Metall simuliert. Das ist das Interessante dran. Das heißt, diese Oberfläche hier, diese Geometrie, wird angenommen, das ist eine ganz dünne Metallschicht. Und dann wird simuliert, was würde passieren, wenn wir diese Metallschicht hier so deformieren, dass sie genau an dieses Gesicht hinpasst. Und wenn man das im Computer berechnet, dann bekommt man eine Lösung, die perfekt drauf passt und wo man nun einen sehr schönen Übergang in der Deformation hat. Und somit ist die Figur nun bereit, um gedruckt zu werden. Und das ist schlussendlich dann die Figur, die man erhält. Nun, damit möchte ich meinen Vortrag ganz kurz zusammenfassen. Ich habe Ihnen einige Beispiele gezeigt, wie einfache, aber ich glaube sehr wichtige und grundlegende Eigenschaften von Objekten, wie zum Beispiel Balance oder Rotationseigenschaften oder auch mechanische Eigenschaften, im Computer modelliert und auch dann reproduziert werden können. Und in meiner Forschung geht es eben darum, solche Methoden und Algorithmen zu entwickeln, die es eben erlauben, funktionale Gegenstände im Computer zu modellieren und diese dann in die echte Welt zu bringen. Und diese Methoden sollen eben möglichst einfach und auch automatisch funktionieren, sodass alle hier in dem Raum diese verwenden können. Und ich glaube, auch in diesem Punkt steckt meiner Meinung nach einer der bedeutendsten Grenzen des 3D-Drucks zurzeit. Ein Vorteil ist, jeder hier in diesem Raum hat Zugang zu 3D-Druck. Zum einen gibt es 3D-Drucker bereits im Mediamarkt zu kaufen, relativ günstig. Auf der anderen Seite gibt es sehr professionelle 3D-Drucker, wo der 3D-Druck als Service über das Internet angeboten wird. Das heißt, mit ein paar wenigen Klicks könnte jeder hier in diesem Raum ein sehr kompliziertes Metallteil zum Beispiel bestellen und dann einfach per Post geliefert bekommen oder zum Beispiel so eine personalisierte Figur. Was jedoch wesentlich schwieriger ist, ist eben diese Teile, diese benötigten Teile oder diese Ideen, die man selber hat, zu modellieren. Das heißt, ich glaube, eine wirklich große Limitierung oder ein Problem ist, dass es eben verhindert, dass das komplette Potenzial von 3D-Druck genutzt wird, liegt auf der Software-Seite. Und die potenziellen Anwendungen des 3D-Drucks sind extrem breit. Man sieht hier ein paar offensichtliche Anwendungen, wie eben Prototypen oder eben so personalisierte Produkte. Aber es gibt noch viele, viele andere Anwendungen, die zurzeit in der Entwicklung sind, eben zum Beispiel gedruckte Elektronik oder sogar visionär 3D-Druck im Sinne, dass wirklich zum Beispiel Ersatzorgane oder Gewebe gedruckt wird. Und was aber wichtig ist, ist eben, damit diese Visionen hier Realität werden, braucht es eben nicht nur die entsprechende Hardware, den entsprechenden Drucker, sondern es braucht eben dazu auch neue Berechnungsmethoden und ein tieferes Verständnis von Form und Funktion, um diese Visionen Realität werden zu lassen. Und das ist, woran wir hier forschen. Ich möchte noch ganz kurz meinem Team hier danken, das an diesen Projekten gearbeitet hat, und an meinen Kollaboratoren,
Und zum Abschluss, um eben nun diese 3D-gedruckten Preise zu verlosen, habe ich ein kleines Quiz vorbereitet, 1, 2 oder 3. Und ich hoffe, dass hier möglichst viele Kinder mitmachen. Kommt mal bitte alle nach vor. Ja. Okay, super. Oh, danke schön. Ich möchte mal fragen, kennt jeder das Spiel oder wer kennt das Spiel 1, 2 oder 3? Möchte vielleicht ja jemand ganz kurz erklären, wie das funktioniert? Wer möchte es erklären? Ja? Vielleicht. Also, Sie stellen eine Frage und, also, und wir müssen, wenn Sie sagen 1, 2 oder 3, müssen wir dann, also Sie sagen 1, also Sie sagen 3 Antworten, 1 gehört zu 1, das andere zu den anderen. Und dann sagen Sie los und dann müssen wir zu einer von den Zahlen hinlaufen. Genau, richtig. Genau. Super, vielen Dank. Das heißt, ich habe 4 Fragen vorbereitet. Für jede von diesen 4 Fragen gibt es 3 Antwortmöglichkeiten. Eine davon stimmt. Ihr könnt auch dann überlegen, welche das stimmt und zu den jeweiligen Positionen dann euch hier hinstellen. Also der denkt, Nummer 1 stimmt, kommt hier hin. Der denkt, Nummer 2 stimmt, stellt sich hier hin. Der denkt, Nummer 3 stimmt, stellt sich dort drüben hin. Und dann nach einer gewissen Zeit müsst ihr euch eben entscheiden. Und wer dann an der richtigen Stelle steht, der kann sich dann dort drüben in der Schüssel so ein Pets holen. Damit werden die Punkte gezählt und dann schauen wir, wer am Schluss die meisten Punkte hat. Seid ihr bereit? Okay, super. Die Fragen sind nicht einfach. Die erste Frage. Also 3D-Drucken, wie man hier sieht, kann ein bisschen länger dauern. Das Objekt ist noch nicht sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten. Bei unserem 3D-Drucker hier dauert es länger, um dieses Gürteltier zu drucken, wenn man erstens die Schichtdicke größer macht. Das heißt, wenn ich eine größere Schichtdicke wähle, dauert es länger. Wenn ich es innen gefüllt anstatt hohl drucke oder wenn ich ein anderes Material in einer anderen Farbe verwende. Was denkt ihr, was stimmt? Okay, seid ihr sicher? Ich glaube, das funktioniert so 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei. Okay, schauen wir, was wirklich stimmt. Die richtige Antwort ist Nummer 2, weil es innen gefüllt anstatt hohl gedruckt wird. Der Grund ist, dass man da natürlich dann, dass man mehr Material aushärten muss und dadurch der Laser natürlich länger herumfahren muss. Super. Nächste Frage. Bereit? Okay. Nächste Frage. Ein Kreisel funktioniert nur, wenn erstens der Schwerpunkt auf seiner Rotationsachse liegt, seine Form rotationssymmetrisch ist, oder 3, der Kreisel mindestens so breit wie dessen Höhe ist. Was denkt ihr? Bereit? Jetzt nochmal 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei. 1 ist richtig. Sehr gut.
Gut. Nächste Frage. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Wo kann man 3D-gedruckte Teile bestellen? Auf der ISS, der Internationalen Raumstation. Nummer 2, den Marianengraben, das ist der tiefste Punkt des Weltmeeres. Oder Nummer 3, in allen Restaurants bei McDonald's. Eins, zwei oder drei? Letzte Chance. Will noch jemand wechseln? Eins, zwei oder drei, letzte Chance. Vorbei. Was richtig ist, auf der Raumstation gibt es einen kommerziellen 3D-Drucker. Da wird zum einen erforscht, wie funktioniert 3D-Druck, wenn keine Gravitation da ist. Und die Idee ist auch, dann diese Teile auch mit Teilen zu vergleichen, die hier auf der Erde gedruckt wurden. Und die Vision ist natürlich auch, dass man in Zukunft für die Raumfahrt nicht die gesamten Werkzeuge hochschießen muss, sondern eben direkt im Weltall benötigte Werkzeuge drucken kann, was natürlich dann auch zum Beispiel auch für eine Reise zum Mars sehr, sehr wichtig ist. Jetzt habe ich noch die letzte Frage. Was glaubt ihr? Die kleinste Struktur, die jemals 3D gedruckt wurde, ist ungefähr so groß wie eins, ein Stecknadelkopf, zwei, ein Atom oder drei, so groß ungefähr wie der Durchmesser eines menschlichen Haares. Okay, eins, zwei oder drei, letzte Chance, vorbei. Die richtige Antwort ist, sieht man hier auf dem Bild, ungefähr so groß wie der Durchmesser von einem menschlichen Haar. So, okay, damit kommen wir zur Preisverleihung. Ich muss sagen, ihr wart wesentlich besser, wie ich erwartet habe. Wir hatten alles vier Pads. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, das sind mehr Kinder, als ich Teile hier da habe. Jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Was wir vielleicht machen können ist, erzählen wir mal, wie viel das wir da haben. Bitte? Nochmals? Ah, den Drucker mitgeben. Oh, ja. Aber was wir machen können, ist, wir können noch mehrere Objekte drucken, aber das dauert natürlich ein bisschen. Das heißt, die Kinder könnten es dann erst in zwei oder drei Stunden circa abholen. Was ihr mal machen könnt, also alle, die hier vier Preise haben, können sich eines von diesen Objekten aussuchen. Ups. Und auch hier. Ich bringe euch die noch rüber. Ja. Aber wir haben noch eins, das wird natürlich hier gedruckt, das kann man ein bisschen später dann abholen. Ups. Ich habe keinen Kreis ausprobiert. So noch. Und genau, also die kann man auch noch mitnehmen.